Also, liebe Damen und Herren, noch einmal und jetzt das endgültige Mal. Es ist mir eine große Ehre, dass Sie hier willkommen sind in so einer großen Zahl, hier in der alten Nudelfabrik. Und es ist natürlich nicht eigentlich mein Ding, hier Ihnen hier willkommen zu heißen, denn wir sind hier endlich eigentlich die Gäste von Herr Matthias Mahnke und seine Frau Birgit, ganz an der hinteren Reihe, in deren Haus wir heute zu Gast sind. Und in deren Haus auch die vergangenen 5 Wochen die Künstler von dem IPIHAN-Projekt zu Gast waren. Also IPIHAN, das ist eine Abkürzung für etwas Englisches. If paradise is half as nice, wäre das Paradies nur halb so schön, als wo wir jetzt sind, also diese Fabrik. Also vielen Dank, Matthias und Birgit, dass wir hier zu Gast sein könnten und können. Und ich habe noch ein paar sehr besondere Gäste hier in unserer Mitte. Und das sind die Nachfahren der Familie Emmerling, hier auf der ersten Reihe, Enkelkinder von dem Max, der damals 1888 die Fabrik gegründet hat. Hier sehen Sie seinen Namen schon. Also herzlich willkommen, dass auch Sie hier so in großer Zahl sind. Mein Name ist Guus Freeburg, ich bin Kunst- und Architekturhistoriker. Ich komme aus Rotterdam in Niederlande. Ich bin der IPIHAN-Künstlergruppen, könnte man sagen, ein bisschen angehaucht. Ich bin Ihren Gasthistoriker. Und weil die Künstler während den letzten 5 Wochen ihre Arbeiten konzipiert und kreiert haben, die Sie dann nachher mal in der Fabrik, in dem Fabrikgebäude sehen können, habe ich mich beschäftigt mit die Geschichte von, also als ich vor 5 Wochen hier in Zeitz gekommen bin, ich wusste kaum, wo und was Zeitz war. Ich wusste, dass es hier eine Kindernährzwieback- und Teigwarenfabrik gegeben hat. Und dazu war auch der Name Max Emmerling mir bekannt. Das war das Einzige, was ich wusste. Und ich hatte mir vorgenommen, ich mache mal eine Studie, eine Recherche von der Fabrik. Das war das erste F. Aber dann im Laufe der Wochen kam auch noch die Firma natürlich dazu, die Firma Max Emmerling, die hier dezennienlang aktiv gewesen ist, und dann natürlich auch die Familie. Also meine Geschichte, meine Recherchen haben sich in den vergangenen 5 Wochen gefokust auf Fabrikgebäude, Firma und Familie. Und ich hätte nie so viele Informationen gefunden, wäre ich nicht geholfen von einer ganz großen Anzahl von Leuten hier in Zeitz und weit da draußen, die eine Flusswelle von Informationen auf mir haben zugesandt. Könnte ich da so sagen? Also, was Sie heute hören, mein Vortrag, den ich geplant habe für 45 Minuten, ich hoffe, dass ich das schaffe, das ist nicht einmal die Hälfte von all dem Material, das ich gefunden habe. Ich war total erstaunt, dass so viele Leute so begeistert mir geholfen haben. Und das heißt auch, dass diesen Vortrag war eigentlich das Fokuspunkt von meinen Recherchen. Und ich bin mir jetzt sicher, dass ich noch lange nicht fertig bin mit der Arbeit. Und ich sehe es meinen Job als meinen Auftrag, all die Informationen, wie klein die auch immer sind und wie unwichtig die auch am ersten Blick sein könnten, dass ich die alles zusammenknöpfen in ein Gewebe, das mehr oder weniger eine kohärente Geschichte von Fabrikgebäude, von Firma und von Familie und damit auch eine Geschichte von der Stadt Zeitz. Denn ich sagte schon, wenn ich hier angekommen bin, habe ich kaum gewusst, was oder wo Zeitz war. Und jetzt nach 5 Wochen weiß ich schon viel mehr, natürlich nicht alles.
Und ich muss auch sagen, dass die schöne Stadt Zeitz mit seiner langen Geschichte, dass das jetzt ein bisschen wie zu Hause fühlt. Und das natürlich nicht, um Ihnen Honig um den Mund zu schmieren, aber so viel führt es wirklich. Also, ganz froh, dass wir hier jetzt sind, um die Geschichte, um die uns ein bisschen bekannt zu machen. Denn ich finde als Historiker, Geschichte ist eine Lebenssache. Ohne Geschichte, ohne Kenntnis von unserer eigenen Geschichte, sind wir Staubchen im Universum. Und auch das Geschichte, die Geschichte von diesem Gebäude, ein Gebäude, wenn es nur ein Haufen Stahl, Eisen, Holz, Glas und Beton ist, dann ist es ein totes Ding, wie so viele Gebäude hier in Zeitz. Und die werden dann einfach abgerissen. Die Leute hier, habe ich gehört, sind satt von all den Ruinen. Kenntnis von der Geschichte von diesen Gebäuden, das gibt die Gebäuden auch wieder eine Seele. Und das gibt auch die Leuten, hoffentlich, die um den Gebäude rumspazieren, auch eine Seele, ein Kümmernis für das Gebäude. Und ich sehe, das ist mein Auftrag, um hier mit diesem Vortrag und weiteren Recherchen also diese Kenntnis der Geschichte wieder auf Gang zu bringen, damit das Gebäude mehr ist als ein toter Haufen Baumaterialien, aber dass es wieder lebendig wird und dass es wieder eine Zukunft haben kann. Und das ist natürlich auch die Absicht. Meine Präsentation, das heißt, die handelt über Vergangenheit, über Gegenwart und über Zukunft. Und wenn wir hier in der Vergangenheit tauchen, dann haben wir hier natürlich das Porträt von Max Emmerling. Das hat der Herr A.D. Richter mir zur Verfügung gestellt. Ich wusste nur seinen Namen, danach habe ich auch sein Geburts- und Sterbedatum gefunden, 1864, 1945. Und dann kam mir auch auf einmal ein Gesicht, dieser junge Bäckermeister, der mit 24 Jahren eine Bäckerei gegründet hat an der Altenburger Straße hier neben an dem Kalktor. Da hat er auch, ich nehme an, der hat angefangen mit Brot und Brötchen backen. Und dann hat er 1890 ungefähr auch angefangen, Kindernährzwieback zu backen. Was meint man denn mit afroländisch Kinderzwieback? Kinderbeschuit. Kindernährzwieback, das heißt Nährzwieback mit extra Eier, mit extra Zucker, mit extra Ingredienten, damit junge Kinder, Babys und junge Kinder sich damit ernähren könnten. Dann hat er 1896 auch die Produktion von Teigwaren, von Nudel und Macaroni, wie er das genannt hat, aufgenommen. Also kaum 10 Jahre nach seinem Start der Bäckerei die Produktion von Teigwaren. Und ich war in der Altenburger Straße und man kann sehen, dass die Bäckerei zu klein wird und dass er immer ein neues Stück dran gebaut hat. Und dann hat er 1901, 1902 hier an der, was damals hieß, die Rossnerstraße, jetzt die Neue Werkstraße, dieses Gebäude bauen lassen, die Südflügel vom heutigen Komplex. Also 4 Etagen mit noch einem Kellergeschoss, unglaublich viel Raum, der muss unglaublich viel Vertrauen in seine Zukunft und in seinen Kindernährzwieback und seine Nudel gehabt haben. Ich habe überhaupt noch nicht gewusst, dass eine offene Frage, wenn man in Deutschland überhaupt angefangen hat, Nudel, Macaroni zu essen, also in Deutschland gibt es die große Tradition von Spätzle und Klößchen und man würde sagen, das reicht, das würde reichen, aber dann auf einmal kommt dieser Max und der bringt seinen Teigwaren auf den Markt. 1902 war er Inhaber von der Firma, zusammen mit seinem Bruder Hugo Emmerling, den werde ich noch mal introduzieren. 1909, 1910 hat er dann die Fabrik, also diesen Südflügel, nochmal erweitert mit der Ostflügel an der Paul-Roland-Straße. Und dann zählte das Gebäude ungefähr seinen heutigen Umfang, das heißt ungefähr 11.000 Quadratmeter. Stell dir mal vor, in einer Kleinstadt, wie Zeitz damals war,
25.000 Leute ungefähr, so ein großes Fabrikgebäude, so eine große Firma, die nicht nur natürlich für die Zeitzer Markt produziert hat, aber auch wahrscheinlich für Leute in Leipzig und auch noch weit über das ganze Deutschland her. Er hat schon ganz früh exportiert. Also das die erste Teil der Chronologie, die schließt ab mit 1913. Dann gab es ein Großfeuer in diesem Teil der Fabrik. Also erstmal die Altenburger Straße. Also das sieht heute, die Situation sieht heute so aus. Ich konnte die Nummer 55 nicht finden. Also dies ist ein richtig großes Gebäude ohne Hausnummer. Das ist überhaupt nicht die Absicht. Ohne Hausnummer. Dieses kleine Gebäude hat überhaupt keine Hausnummer. Wir sind hier gerade außerhalb der, dem Kalktor. Ja, ich weiß es, wie so vieles. Und ich möchte nicht sagen, also Altenburger Straße 55 wäre eine heilige Stätte in der Stadt Zeitz. Also hier sehen wir das Gebäude aus einem Anzeiger aus 1908. Die Fabrik von Max Emmerling, wie die damals aussieht, sah die heutige Südflügel, um ihren Gedanken zu sparen. Wir sind ungefähr hinter diesen zwei Fenstern. Also das ist die Rossnerstraße, die heutige Neue Werkstraße und hier die Paul-Roland-Straße. Neben dem Gebäude gab es auch hier hinten im Hof einen Pferdestall, aber das große Tor, das gab es damals noch nicht. Das kommt aus einer Anzeige, wie Sie hier sagen, in einem Buch von Paul Vogt, wo er die Zeitzer Industrie propagiert hat, denn Zeitz war damals eine wichtige Industriestadt, nicht so groß natürlich wie Leipzig, aber ziemlich groß und ziemlich divers auch. Da war ich ganz erstaunt zu finden, dass damals es eine Zuckerfabrik gab, eine Eisengießerei, eine Seifenfabrik, Schokoladefabrik, 14 Pianoforte-Fabriken, 14 Kinderwagenfabrik natürlich und so viel weiteres noch. Und das Buch von Paul Vogt, das hat all diese Fabriken ein bisschen propagiert. Hier sind die Anzeige von Max Emmerling, also 1908, 20 Jahre nachdem er die Firma gegründet hat. Und hier sehen Sie die Etage, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt, das ist der Grundriss, wir sind jetzt erste Etage hier in diesem Raum. Und dann war es nur noch eine Flügel mit einem Treppenhaus, das befindet sich jetzt da. Ein Treppenhaus mit einem Ingang daneben, dann das Treppenhaus mit Klos und auch ein elektrischer Aufzug. Und dazu hatte die Firma auch eine eigene elektrische Zentrale, die befand sich hier. Da kann man die Reste noch schön sehen. Und was auch, dann habe ich das Bild gesehen und dann habe ich nochmal wieder studiert und dann sah ich auf einmal hier an der Ecke, da war sein Monogramm, ME. Also hier ist er 42 Jahre alt. Er hat ein großes Fabrikgebäude mit Pontifikal, sagen wir in Niederlande, sein Monogramm an der Ecke. Jedermann könnte es sehen, dass er es war. Und dann kam die Ausbreitung in 1909, 1910 mit dem großen Tor, mit der Emmerlingsche Windmühle, die Schutzmarke seiner Teigwaren. Und man kann das auch bis jetzt noch sehen, dass hier das originale 1901-1902 Gebäude ist und hier die neue Flügel. Denn man kann ganz gut sehen, dass die Backsteine, das sind andere Backsteine, die sind zwar alle zwei rötlich, aber es ist eine andere Qualität und hier hinter dem Abflussrohr, da befindet sich eine deutliche Spalte, wo das neue Gebäude gegen dem anderen, das existierende, gesetzt ist. Also das große Tor, ich habe lange Zeit, wenn ich hier noch nicht war, habe ich gedacht, das war ein Portal, eine Tür, aber es war das Tor, wodurch die Pferde und Wagen das Gelände vorfahren konnten und wieder rauskommen konnte. Hier daneben, da gibt es noch eine kleine Haustür, konnte man sagen. Und das ist jetzt zugemauert. Und
ich habe hier das gesagt, Frage, das ist eine unbeantwortete Frage. Wenn wurde, wahrscheinlich in DDR-Zeiten, aber ich weiß nicht genau, wenn wurde diese Pforte zugemauert und auch den Haustür? Das ist so eine Frage, die ich noch im Laufe der kommenden Monate oder des kommenden Jahres noch beantworten möchte. Es gibt viele von diesen unbeantworteten Fragen in meinen Recherchen. Also das ist ein Foto, die ich vor ein paar Tagen genommen habe. Hier zeigt Max Emmerling seine Fabrik, inklusive wieder das Monogramm, auf einer Packung, eine frische, noch nicht gebrauchte Packung für Superior-Eiernudeln. Und das Eier natürlich, das ist wichtig, denn der Max will zeigen, dass seine Nudeln nicht einfach harte Pasta dura sind, wie man die in Italien macht, aber die haben viele Eier dazu. Also die sind superior. Er macht nicht etwas Niedriges für die Markt. Sie sehen hier ein schönes Bäumehain und hier die Pforte, wo die Lastwagen einfahren können. Und das ist einfach, also diese Packung, stellen Sie sich mal vor, man klappt einen Ordner auf und darin sitzt eine Menge von unbenutzten Packungen, für man kann Dosen draus falten, aus 1912. Und das war eine der Überraschungen, der mir Herrn Lautenschläger vom Stadtarchiv, wann war das, vorige Woche, Donnerstag, glaube ich, hey, weißt du, hier habe ich eine ganze Ordnung mit original unbenutzten Packungen. Und wo ich gedacht habe, ich vorigen Freitag mache ich Schluss mit neue Informationen, da bin ich doch noch Montag im Archiv gegangen und habe das da fotografiert. Und dann hat mir der Herr Lautenschläger noch digitale Aufnahmen davon geschickt. Also ganz, ganz schön. Und hier sehen Sie das Gebäude. Ich habe am Anfang gedacht, 10.000, 11.000 Quadratmeter, der Mann muss ganz verrückt gewesen sein, um das hatte bauen lassen, denn die einzige Datum, die ich auf einmal fand, war 1909, 1910, das war auch das Datum von der Windmühle und ich habe gedacht, der Mann hat 1909 11.000 Quadratmeter bauen lassen. Das ist natürlich nicht so, das habe ich jetzt ausgefunden. Also erst die Südflügel 1901, 1902, dann der Ostflügel 1909, 1910. Zur Südflügel gehörte auch das Treppenhaus mit dem Transformatorhaus. Dann war auch die Pferdestall 1901, 1902. Dieser Flügel, das ist 19 Fragezeichen, denn ich weiß es nicht, das gilt auch für diesen. Und schade, 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 gibt es in den Archiven der Stadt Zeitz keine Bauunterlagen mehr. Es gibt keine Pläne, ich weiß nicht den Namen von dem Architekt, ich weiß nicht, wann das gebaut worden ist. Ich kann nur sagen, dass die beiden Liften, Aufzüge, die Sie ganz deutlich vom Innenhof erkennen können, das sind der Addition aus der DDR-Zeit. Also das Gebäude ist ein Amalgam, könnte man sagen, von verschiedenen Zeiten. Und man kann das auch noch anders sehen. Wenn man das Gebäude ganz gut liest, dann sieht man zum Beispiel hier eine Balk an der Fassade, hier unten an der Neue Werkstraße. Da fand ich auf einmal, da war etwas geschrieben, das könnte ich kaum entziffern, aber da steht Max H. König Albert Werke. Und das heißt dann, ich habe nicht gewusst, was das war, das habe ich im Internet aufgesucht, und das ist dann eine Eisengießerei, eine Wälzerei in Lichtentanne bei Zwickau. Und all die Balken hier in dem Südflügel stammen aus diesem Werk. Geht man in der Ostflügel, dann sieht man auch was geschrieben, und hier steht Peiner Walzwerk. Also all diese Eisenträger, die kommen aus, offensichtlich aus Peine, das ist zwischen Hannover und Braunschweig, und die hat dann wahrscheinlich all diesen Träger für die Ostflügel geliefert. Jetzt, da wir ein bisschen reden über die Konstruktion vom Gebäude, das ist ein bisschen schwierig zu sehen, tut mir leid,
Aber wir können es hier live in der Sendung sehen. Das Konstruktion vom Gebäude ist eine, die für derzeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ziemlich neu war. Eisenstützen, die man schon in dem 19. Jahrhundert benutzt hat, sehr funktionell ausgebildet. Und dann ein Eisenträger liegt da drauf und dann ein sehr flach geformtes Eisenbetondecke. Also keine Holzdecke mehr, wie damals in dem 19. Jahrhundert üblich war, eine Betondecke und ziemlich flach. Und das heißt, dass die ganze Konstruktion von Decke, die braucht nur so ungefähr 20 cm und da liegt noch 10 cm Beton drauf, also alles samt 30 cm nur. Und das hat es auch, also diese Konstruktion hat es auch möglich gemacht, dass das Gebäude heute, obwohl es vielleicht kosmetisch nicht so ganz schön aussieht, aber konstruktiv, technisch steht es wie ein Rock. Da ist noch nichts, da ist wie ein Felsen. Da ist noch nichts, das kann noch leicht 100 Jahre weiter stehen. Also eine Zukunft von 100 Jahren, das wäre total möglich. Also auch, wie hat er das gewusst, der Max? Wie hat er den Architekten ausgesucht? Wer war dieser Architekten? Woher kam der? Kam der aus Zeitz? Kam der aus Leipzig? Kam der aus der großen Stadt? Kam der vielleicht aus Berlin? Woher hat er diese neue Technik kennengelernt, diesen ehemaligen Bäcker, der ein Sohn eines Schneidermeisters war? Das habe ich noch vergessen zu erzählen. Also großen Erfolg. Dann kam das Jahr 1913. Und das war ein total Elendjahr. In dem Jahr ist sein Vater gestorben. Aber in dem Jahr auch, am 1. Mai, da war ein Brand in der Fabrik. Also das habe ich auch gehört. Irgendwo sollte es einen Brand gegeben. Man wusste nicht genau die Sache. Und ich habe gedacht, vielleicht soll ich die Zeitungen nachlesen von 1905, wenn das Gebäude hier fertig war. Und dann kam es raus, es war 1. Mai 1913. Das war ein Donnerstagabend. Und hier sehen Sie die Nachricht aus den Chronik der Stadt Zeiss von Herrn Paul Clemens, handgeschrieben. Und es gab auch Nachrichten in der Zeitung. Also hier habe ich die Zeitzer Anzeiger vom 3. Mai 1913, also der Samstag. Ah, was ist denn das? Also die digitale Technik ist nicht, ja. Also hier. Ja. Now. Ein großes Desaster. Willen, weet jij er iets van? Ja. Also es hat diesen Abend vom 1. Mai hat es ein Riesengewitter gegeben mit Donner und Blitze und wahrscheinlich ist hier irgendwo in dem Gebäude die Blitz eingeschlagen und dann hat es eine Zeit lang gebrannt, bevor man es überhaupt gemerkt hat, denn der Hausmeister war nicht da und seine Frau, der da war, wo war der Hausmeister? Wahrscheinlich in der Kneipe. Und die Frau hat es erst gemerkt, nach ungefähr einer Stunde. Und dann hat das ganze Haus schon gebrannt. Da Mitte der Brand hätte eine mächtige Feuersäule stieg empor und eine glühende Wolke von dem verbrennenden Mehl herführend zog von der Brandstelle in mächtiger Ausdehnung dahin ein grausig schöner Anblick. Und doch, das Unglück ist beklagenswert. Eines der schönsten Fabrikanlagen jenes Viertels ist zum größten Teil in einem Schutthaufen verwandelt. Ausgebrannte Wände ragen gespenstisch in die Luft, Fenster sind ausgebrochen, von anderen die Scheiben zersprungen und leichte Rauchwolken steigen zum Himmel empor. Der Schaden ist sehr groß.
Mehl und fertige Fabrikaten sind in ungeheuren Mengen verbrannt. Ungeheuer vieles hat das Wasser verdorben. Und das Schlimmste ist, dass die Fabrikation, die so vielen das Brot gab, nun auf längere Zeit stillstehen muss. Vielleicht gelingt es, die Zwiebackfabrikation in einigen Tagen wieder aufzunehmen zu können. Doch ist an die Aufnahme der Nudelfabrikation lange, lange nicht zu denken, da die Maschinen dazu völlig vernichtet sind. Und ich weiß es nicht sicher, also die Südflügel ist total ausgebrannt. Die Ostflügel hatte man erhalten können, weil durch es nass war. Man hat nur Handpumpe gehabt. Die arme Feuerwehrleute, die freiwillige Feuerwehr. Da war alles vom Wasser verdorben, hier war alles verbrannt. Also ich denke, wenn also die letzte Nachricht, dann war hier wahrscheinlich die Nudelproduktion und da in dem Ostflügel Zwiebackproduktion. Aber das ist auch eine Frage, das ist nur eine Annahme. Man hat dann zwischen 1913, 1. Mai und 1914 das Gebäude wieder aufgebaut. Und wenn man jetzt in der Neue Werkstraße steht, und das ist mir aufgefallen während einer intensiven Wanderung durch das Gebäude mit meinem Freund Oliver, wo ist er? Der ist ein Baukundiger. Und wir haben auf einmal gesehen, hey, hier. Hier kann man auch sehen, dass da unten das Mauerwerk rötlich ist und da oben ist es rötlicher. Ist etwas leichter. Also man kann sagen, dass hier das Ganze, der obere Teil der Fabrik, war total ausgebrannt und man hat es mit neuen Materialien wieder aufbauen müssen. Also große Desaster. Gehen wir zurück nach 1908, nach das Buch von Paul Voigt und die Anzeige von der Firma. Und die Firma profiliert sich als eine Nährzwieback-, Teigwaren- und Paniermehlfabrik. Mit links eine Schutzmarke für das Kinderzwieback. Man erkennt sehr leicht die drei Kinder. Und rechts die Schutzmarke für den Teigwaren. Und das ist natürlich die Windmühle. Und dann sagt man auch, man hat nicht nur hier in Zeitz eine Fabrik, aber auch ein Fabriklager mit Kontor in Dortmund. Und man hat schon verschiedene Goldmedaillen und Ehrendiplomen erreicht. Also die Fabrik in 1908, 20 Jahre nach Gründung, ist in voller Aufschwung. Hat er dann auch die Schutzmarken patentiert, habe ich mich gefragt, gewundert. Da habe ich ein E-Mail geschickt nach irgendeiner E-Mail-Adresse in München, wo das deutsche Patent- und Markenamt residiert. Nächsten Tag schon eine Antwort, ja, der Max hat zwischen 1907 und 1911 verschiedene von seiner Familie, von seinen Markennamen und die Schutzmarken deponiert. Und hier sehen Sie ein Pagina aus dem Warenzeichenblatt, herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt, wir sind noch in Kaiserzeiten natürlich, wo er die Schutzmarke patentiert. Auch ein Wesenzeichen von der Firma ist, dass er die zeitgemäße Künstler engagiert, Grafiker, um seine Werbungen zu machen. Ich weiß nicht genau, wenn dies entstehen ist, er hat einen späten Jugendstil, also habe ich gedacht, vielleicht in den Jahren um 1910. Ich weiß keinen Grafiker. Wenn Sie das wüssten, gerne bitte kommen Sie zu mir, sagen es mir. Und hier habe ich dann die 1912er Packungen. So liegen die hier im Archiv. Blitz und nagelneu und auch hier. Ich habe gedacht, wenn ich das sah, als Kunsthistoriker, nein, das kann nie 1912 sein, das muss wenigstens 1920 sein. Aber dann gab es einen Zettel in dem Faltfolder, dass es richtig 1912 war, also richtig, richtig zeitgemäß. Also hier wieder mit der Mühle als Schutzmarke vor die Superior Eiernudeln. Und
auch sehr besonders, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesehen, die Firma hatte auch ein Kochbuch herausgegeben. Denn, sagt das hier in dem Vorwort, ein Nudelfabrikant soll nicht nur Nudeln fabrizieren, rückhaltlose Anerkennung verdient erst derjenige Produzent, welcher sich auch noch über dem Rahmen seines eigentlichen Wirkungskreises hinaus betätigt, indem er seinen Fabrikaten den rechten Gleitbrief auch mit auf den Weg gibt, welcher dem Konsumenten in jener Beziehung zum Segen gereicht. Amen. Und das heißt natürlich, dass er sein Publikum, seinen Konsumenten muss er erziehen, damit ihr wissen, A, was Teignudeln sind und wie man die kochen kann und was schöne Rezepte dafür sind. Also die Pasta Bolognese, die wir hier auch gestern gegessen haben, das ist überhaupt nicht ein italienisches Gericht. Pasta Bolognese, das ist typisch von nördlich den Alpen. Und ich habe das Kochbuch nicht in Händen gehabt, um zu sehen, ob es ein Bolognese-artiges Rezept drin gibt. Ich weiß überhaupt nicht, ob es noch die Kochbücher gibt. Vielleicht auf eBay, vielleicht hat noch jeder von Ihnen oder die rumliegen, die möchte ich gerne sehen, um zu sehen, was für einen Geleitbrief die Firma Max Emmerling die Nudeln mitgibt auf dem Weg. Jetzt sind wir ungefähr 1910, 1913, dann kam der Brand und dann kam noch ein Brand, der Krieg. Also hier habe ich einen Brief gefunden von dem Handelskammer in Halle, in dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Merseburg. Und da wird die Familie, die Firma gefragt, wie heißen Sie eigentlich? Hier haben wir wahrscheinlich die Handschrift von Max. Wie viele Arbeiter beschäftigten sich in Friedenszeiten? 130 bis 150. Und wie viel jetzt, also 26.09.1914? Da haben wir nur noch 90 bis 100. Ist eine Einschränkung der Arbeitszeit erfolgt? Ich kann dies nicht lesen. Und wie viele Stunden arbeiten Sie in Friedenszeiten? Für die ersten Wochen heißt das. Bitte? Für die ersten Wochen. Für die ersten Wochen. Ja. Danke. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche in Friedenszeiten und jetzt 58 in der Woche? Das heißt also, 5 Tagen von 10, Montag bis Freitag, und da haben wir den Feierabend. Sonntag, da haben wir nur 8 Stunden gearbeitet. Und dann weiß ich nicht, ob das nur für den Max gegolten hat oder dass das für all sein Personal so war. Und ich weiß, das habe ich gehört von Wolfram Engerling, der Max noch gekannt hat, das war ein fleißiger Mann, der hat bis zu seinem Tode mit 80 in die Fabrik noch gearbeitet. Also 58 Stunden, ich muss nicht daran denken. Also man hat ihn von der Handelskammer aus gefragt, wie geht's mit der Wirtschaft, ihren Fabrik in Friedenszeiten und in Kriegszeiten? Krieg vorbei, 1921, ein Briefkopf, den Sie schon kennen. Also mit der Fabrik, das Monogramm, nicht mehr da, sondern auf einmal 1921 gibt es hier einen Kuppel, ein Kuppeltürmchen, eine wilhelminische Kuppel. Und ich weiß nicht, wann die gebaut wurde, ich weiß auch nicht, was der Anlass dafür war und ich weiß auch nicht, wann die abgerissen wurde. Nach 1945 haben Leute hier in Zeitz den Kuppel noch gekannt? Nee. Also, wann ging die Kuppel wieder weg? Zum Kuppel ist natürlich ein Zeichen dafür, dass sich eine Firma weit hinaus über nur ein Monogramm, aber ein Kuppel ist in der Architekturgeschichte etwas Königliches. Das Königliche, das sieht man auch auf dem Friedhof. Hier war ich auf dem ersten Samstag, meine Recherchen, ich wusste nur Max Emmerling. Was war seine Familie? Wann hat er gelebt? Vielleicht sollte ich in dem Rathaus den alten Taufbücher einsehen. Und dann kam ich auf die Idee, nicht auf dem Friedhof. Vielleicht liegt er da begraben. Und hier fand ich dieses schönes Familiengrab.
errichtet von M. Emmerling. Und das war nicht Max, denn Max steht hier, zusammen mit seiner Frau, 1897. Und dieser M., das war Moritz, der Vater von Max. Der wurde im 1897 70 Jahre alt und ich denke, dass er nach Anlass davon dieses gewaltiges Familiengrab hat errichten lassen. Und da waren all diese Namen waren drauf. Max, Hugo, Moritz, sämtliche Schwester, komplett mit Namen von mit Daten von geboren sein und sterben. Und da bin ich angefangen. Ich bin ein Holländer, habe ich von meine Kollegen von dem Stadtarchiv hier gehört. Und wir Holländer sind immer sehr begeistert über Genealogie. Also habe ich im Laufe der Zeiten mit Hilfe von den Leuten vom Stadtarchiv diese Genealogie konstruieren können, wo so viel wie möglich all die Namen mit all den Geburts- und Sterbdaten drauf sind. Diese Liste, die ist viel zu lange, dass ich jetzt hier die behandeln kann. Sie finden die auch unten auf dem Erdgeschoss in meiner kleinen Dauerausstellung, die ich da habe. Da hängt die Liste auch und hoffentlich gibt es keine Fehler. Und wenn es noch Fehler gibt oder wenn es noch Informationen gibt, die hier nicht drauf sind, bitte bringen Sie sie zu mir. Also eine ziemlich weit geragte Familie. Hier der Heinrich, der Stammvater und sein Sohn, seine Söhne. Hier haben wir Heinrich Max, unser Max. Dann haben wir hier der Älteste, Moritz Paul, Paul Emmerling. Und hier ganz unten, da steht Hugo. Und dazwischen gibt es noch eine ganze Menge von Töchtern. Und die sind auch wieder alle verheiratet. Also ich hoffe, dass ich alles das so richtig im Bild gebracht habe. Das war eine große Aufgabe. Hier haben wir, ich habe kein Porträt von Moritz gefunden, nur eine Anzeige aus dem Adressbuch 1913. Da war ich schon länger aus seiner Firma weg. Das war eine Anzeige von der Firma Max Emmerling Nachfolger. Das war Bruno Müller. Max Emmerling, Moritz Emmerling war geboren in Zeitz 1827. Der war Sohn eines Schneidermeisters, der damals aus Pülzig hierhin gewandert ist. Also Zeitz war schon damals interessant. Der Moritz selber war auch Webermeister, der hat sich dann emporgearbeitet von Arbeitsmeister bis zum Detailgeschäft, bis er im letzten Moment, da war er Schnittwarenhändler an der Kalkstraße 33. Dann hat er 1897, 1898 hat er wahrscheinlich, wie sagt man das auf Deutsch, Schluss gemacht mit seiner eigenen Arbeit. Der war Rentier, Privatier und Bruno Müller hat ihm dann aufgefolgt. Er ist 1913 im Juni gestorben hier in Zeitz und der war natürlich, der Mensch war ganz alt. Das gilt für viele Emmerlinge, habe ich inzwischen begriffen. Die werden ganz, ja, die haben Zwieback gegessen. hier haben wir noch einen Emmerling, der Paul, Moritz' ältester Sohn. Und ich kann nur sehr wenig jetzt über ihn reden, aber er ist eine sehr interessante Person, denn keiner der Familie jetzt weiß noch was von ihm, noch über seine Familie, noch über seinen Sohn Willi, weil doch der Paul und der Willi einer von den wichtigsten Zeitzer Pianofortefabriken im Besitz hatten, die Geißler Pianofortefabrik. Mysteriös. Ich habe gehört, er wurde damals in dem Familiengrab begraben, als er 1914 gestorben ist, aber dann 1916, 1918 wurde er wieder aus dem Familiengrab rausgenommen und irgendwo anders begraben. Also da ist etwas schiefgegangen in dieser Familie. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Also der zweite Sohn, das war unser Max. Der Bäckermeister, Sohn eines Schneidermeisters, der dann innerhalb ein paar Jahren Fabrikbesitzer. Und das ist ein Titel, den ich in den Zeitzer Adressbüchern gefunden habe.
Fabrikbesitzer, das war was. Dann war man was. Es gibt viele Fabrikbesitzer. Und der hatte, man kann auch sehen, er hat gewohnt Altenburger Straße, dann hat er gewohnt in der Badstubenvorstadt vor ein paar Jahren, bis er sich niederließ an der Rahnestraße über dem jetzigen vorherigen Stadtbibliothek, bis er dann an der Humboldtstraße eine große, so ein typisch deutscher große Villa, wo man sich denkt, mein Gott, was musst du mit so viel Raum? Aber das ist natürlich auch Repräsentanz. Er hatte sechs Kinder. Der hatte sechs Kinder, aber ja, die waren alle schon ein bisschen erwachsen, halb erwachsen. Es war natürlich auch Repräsentanz. Genauso um die Ecke hat sein Bruder Hugo gewohnt und von dem habe ich leider nur dieses Porträt. Ein Detail ist an einem großen Gruppenporträt, als seine Cousine Margarete in 1922 geheiratet hat. Der war am Anfang, ich habe keine Idee, noch von Paul, noch von Max, über Ausbildung. Ich weiß, dass er ein paar Jahre Inhaber, Mitinhaber von der Firma seiner Vater war, nachdem er der Vater ausgetreten war. Und dann 1902, dann ist er in diese Firma Mitinhaber geworden. Das heißt, dass er schon einen ziemlichen Haufen Geld verdient haben muss, um sich überhaupt in dieser Firma einkaufen zu können. Er war unverheiratet, der Hugo, aber hat inzwischen eine ziemlich wichtige Rolle gespielt im Zeitzer Stadtleben. Der hat auch in die Stadtpolitik war er aktiv. Und er ist bis 1924 hat er hier in der Familie, in der Firma Mitinhaber, war er Mitinhaber. Dann ist er ausgetreten, das muss auch ein Drama gewesen sein. Er hat sein Geld aus der Firma mit rausgenommen und die Firma balancierte schon ein bisschen am Rande des Abgrunds. Und dann an dem Moment ist sein, also Maxes ältester Sohn Walter, kam dann als Mitinhaber in die Firma rein. Also für mich als Außenseiter, und das bin ich natürlich, also diese Familie und ihre Werdegang, ihren Aufstieg von einfachen Handwerksleute zu Fabrikbesitzer, angesehene Leute. Und was war die Rolle von Max da drin? Man hat mir gesagt, ja, das war natürlich Unternehmungssinn, das natürlich war, das war die Kaiserzeit, großer Optimismus, aber das muss noch mehr gewesen sein. Wer war dieser Max, dass er so begeistert, so enthusiast, mit so vielen Kontakten außerhalb seinem eigenen Betrieb offenbar dies alles hat machen können? Also das Mysterium von Max, wer war der? Das ist mir noch immer ein Mysterium. Inzwischen weiß ich, dass er ein sehr fleißiger Mensch war, war überhaupt nicht ein Nouveau Riche, aber auch nicht ein Protzer, der hat einfache Kleidung und einfaches Essen gegessen. Das einzige Luxuose, das ich gehört habe, dass er ein Wanderer-Automobil gehabt hat, bis in den 1940er Jahren, ohne Chauffeur, und dass er ein Jäger war. Ein guter Jäger und ein Schützenkönig. Also er hat auch teilgenommen an den Society hier in Zeitz. Ich weiß, ob es überhaupt noch eine Festschrift gegeben hat, das weiß ich nicht, das habe ich nicht gefunden. Bis jetzt entweder im Stadtarchiv noch in dem Museum Zeitz. Und dann 31. Januar 1945, Max stirbt. Wahrscheinlich an einem schwachen Herzen. Also nicht, er war nicht unterfüttert, nicht Bomben getroffen oder sowas, natürlichen Ursachen. Warum war das so ein Problem in 1923, 24, als sein Bruder austritt? Das lesen Sie hier in einem Brief, der Max Emmerling an der Handelskammer Halle geschrieben hat, 31.10.1923. Er sagt, meine Teigwarenabteilung, das sind natürlich die schlimme 20er Jahre, die Anfang des 20er Jahres, Rieseninflation, die erste Jahre der Weimarer Republik, das ging ganz schlecht mit Deutschland. Meine Teigwarenabteilung steht seit Mai vorigen Jahres still.
Der Zwiebackabteilung muss ebenfalls stillgelegt worden. Rohstoff habe ich jetzt nur den fünften Teil gegenüber des vorhergehenden Geschäftsjahres verwirkt. Und ich muss zum Verkauf von Rohstoffe bin ich übergegangen, da die flüssigen Gelder vollständig aufgezehrt sind. Und dann musste noch Hugo raus. Also Sie können sich vorstellen, das war ein Desaster. Hier haben wir einen ganz anderen Brief aus 1938. Das war eine ganz andere Periode wieder. Da kam ein Brief von der Reichsstelle für Milcherzeugnisse, Öle und Fette in Berlin an die Handelskammer, Industrie- und Handelskammer Halle. Bitte Info über die Firma Max Emmerling. Wie die das wahrscheinlich über alle Firmen damals in 1938 gemacht haben. Ist es ein rein arisches Unternehmen? Und welche Bedeutung hat die Firma? Ist Nachteiliges über die Firma bekannt? Die haben so gespitzelt. Die haben Briefe geschrieben an Handelskammer und dann hat die Industrie- und Handelskammer noch an den Fabrikdirektor Arthur Köhler von der Zuckerfabrik auch einen Brief. Können Sie mir bitte Info geben über Max Emmerling und seine Firma? Also die ganze Korrespondenz ist noch im Landesarchiv Sachsen-Anhalt-Merseburg erhalten und am Ende schreibt dann der Max, ja, wir sind rein deutsches, wie sagt man das, wir sind nicht jüdisch. Und wir uns, das hat Köhler geschrieben von der Zuckerfabrik, über Max Emmerling ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, das ist ein sehr respektabler Betrieb. Hier haben wir ein Schreiben aus 1940 und das habe ich auch gefunden in Merseburg. 1939, 1940 fangen Kunden von den Kindern Nerzwieback an, sich zu beklagen über die Lieferung. Die konnten nicht genügend Kinder Nerzwieback geliefert kriegen. Liegt das schon vielleicht an der Firma Max Emmerling? Nein, sagt Max Emmerling. Mal auf mal schreibt er das, nein, meine Rohstoffe sind kontingentiert auf die Kontingenten von voriges Jahr. Und darum kann ich nicht mehr, können Sie nicht mehr angeliefert kriegen, wie voriges Jahr diese Zeit. Und schreibt dann einer von den Kunden, ja, das steht doch, das geht doch nicht parallel mit der offiziellen Staatspolitik von der Produktion von Kindern. Die Staat hat propagiert, dass man mehr Kinder haben soll und wie können unsere Kunden dann nicht genügend Zwieback kriegen. Das stimmt nicht miteinander. Inzwischen hat die Firma natürlich diese schönen Bleche-Bewahrdosen für die Warenhändler machen lassen, wo man die Zwiebäcken einbewahren konnte. Die sind jetzt auf eBay, fand ich das, 185 Euro muss das kosten. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich weiß wohl genau, wann dies war. Dies war 1938. Ein Flyer, sollte man heute sagen, von Max Emmerling für gesunde, blühende Kinder, die kriegt man durch Emmerlinge der ideale Kinderzwieback. Das Wort Nier mit den Eiern. Das gibt es hier nicht mehr. Vielleicht war das schon so vollkommen normal, dass Emmerling Kinderzwieback, dass das Nährzwieback war, mit vielen Eiern. Vielleicht heißt das auch, dass man jetzt angefangen hat, die Eier ein bisschen zu kontingentieren. Weniger Eier drin, weniger Zucker, nur noch Kinderzwieback. Ich weiß es nicht. 1934, also ich sage schon, die Firma, die war ganz respektabel, lieferte das Zwieback und Teigwaren über ganz Deutschland. Ich weiß nicht, ob die auch in den Niederlanden ihre Sachen geliefert haben, das weiß ich nicht. Und inzwischen war Max in 1934, war er 70 Jahre alt geworden. Und da hatte er als wohltuender Fabrikbesitzer, hatte er einen schönen Tat gestellt an die Stadt. Er hat nämlich ein Glockenspiel für das Gewandhaus gestiftet an der Altmarkt. Ein Glockenspiel von 28 Bronzeglocken, zusammen fast 2400 Kilogramm Bronze, also das soll 15.000 Reichsmark gekostet haben.
Das wurde dann Sonntag, 8. April, feierlich eingeweiht. Der Produzent, eine Firma aus Stuttgart, hat dann die Schlüssel vom Glockenspiel an Max Emmerling übergeben. Dann hat hat Max Emmerling eine Anrede gehalten, die einzige persönliche Text, die ich von ihm habe. Er sagt, also meine Stadt ist mir so lieb, die hat mir es möglich gemacht, den Aufstieg zu machen. Und jetzt sind wir nach schwierigen Zeiten, sind wir wieder in eine Aufwärtszeit zurechtgekommen. Und danach hat er dann die Schlüssel von dem Glockenspiel an den Oberbürgermeister, Herrn Nerger, übergeben, der dann auch eine Dankrede gesprochen hat. Das war 1934, 1922 schon, ich weiß nicht, was der Anlass war, hat er schon 4 Stahlglocken gestiftet für die Michaeliskirche hier in der Stadt. Im Ersten Weltkrieg waren die originelle Bronzeglocken von der Michaeliskirche eingeschmolzen worden und Max hat 1952 schon, also er war wahrscheinlich ein ziemlich musikalischer Mensch, hat er Stahlglocken produzieren lassen. Hier die schöne Porträt, hoffentlich können Sie es noch ein bisschen sehen, von Anna und Max. Anna, geborene Beer, 1864, 1940 und Max Emmerling, ich weiß nicht, was der Datum ist. Es könnte sein, dass das 1934 ist. Dies sieht aus als ein 70-jähriger Mensch, könnte sein. Ja. Foto Helm in Zeitz. Keine Ahnung, wer oder was das war. Und jetzt kommen wir so ein bisschen an die letzte Geschichte, die nächste Generation. Die sehen Sie hier auf einem Bild, was mir Herr Adi Richter gegeben hat in seinem Buch. Die Tennisclub von der Beau Monde von den 20er Jahren. Da sehen Sie 2 Söhne von Max als Mitglieder der Tennisclub. Vielleicht auch noch ein paar Töchter, das weiß ich nicht. Also zweiten von links haben wir der Walter, der Mitinhaber der Familie war, der Firma war. Und vierten von links sehen wir dann sein jüngerer Bruder, das jüngste Kind von Max, Helmut Emmerling. Und dieser Helmut ist auch eine ganz interessante Person. Der hat nämlich 1929 eine Dissertation an der Universität Leipzig geschrieben. Der war auf einmal ein Doktor in der Volkswirtschaft und der Titel Die deutsche Teigwarenindustrie. Mit keinem Wort erwähnt er in den Dissertationen, die habe ich gelesen in der Albertina in Leipzig, mit keinem Wort erwähnt er, dass sein Vater, erwähnt, dass er sein Vater Max Emmerling Fabrikbesitzer zur Zeit ist, kein Wort, dass er Teigwarenfabrikant ist und dass. Und ich weiß auch nicht, wer das Thema von den Dissertationen veranlasst hat. War das sein Vater oder war es ein seiner Professoren? Und hier haben wir den Walter. Der Walter war schon 1896 geboren, ist 1977 gestorben. Hier sind das Gruppenporträt aus 1922 bei Gelegenheit einer Hochzeit von einer der Töchter von Margarete, von Max. Hier sehen Sie Max und Anna und hier vorne sieht ihr Sohn Walter. Und der Walter ist der Hauptperson von der letzten Teil der Geschichte und das ist ein bisschen eine tragische Geschichte. Die Chronologie. 1945, Max Emmerling stirbt, 1953, ein wichtiger Datum, die Firma unter treuhänderische Verwaltung wird verstaatlicht und wird die VEB Teigwarenfabrik Zeitz. Und 1953 gleichfalls wird Walter Emmerling verurteilt, hier in dem Gerichtshaus in Zeitz, wegen Verbrechen gegen die Volkswirtschaft. Und hier haben wir der Walter, ein Porträt ohne Datum, ich denke, dass es gemacht wurde, wenn er schon in den Westen übergesiedelt war, in den Jahren 60. Der war 1924 als Mietinhaber in die Firma seines Vaters eingestiegen, als der Onkel Hugo rausgestiegen war, hat schöne Wohnungen besitzt, 1931 Fabrikbesitzer in der Albrechtstraße. 1932, 1933 hat er verhindert, dass sein Onkel Hugo
1932, 33, stellen Sie sich mal vor, was für eine Jahrzahl das war. Onkel Hugo wollte offenbar wieder zurück in die Firma und Walter hat es verhindert. Der wollte nicht. Das gab auch ein, das war eine diffizile Situation, wie wir das vor zwei Wochen besprochen haben. Und dann nach dem Tode Max war Walter alleiniger Inhaber. Seine Villa wurde gefördert von den Russen, musste mit seiner Familie umziehen in Räume hier auf dem Fabrikgelände. Oh, enteignet sogar. Entschuldigung. Oh, gefordert. Das ist ein Fehler gegen den Deutschen und ein Fehler gegen die Wahrheit. Also nicht gefördert, sondern gefördert. Und nicht gefördert, sondern enteignet. Dankeschön. Also der musste mit seiner Familie, mit drei jungen Kindern, wohnen in den Räumen über dem Pferdestall hier auf dem Gelände. Die können Sie heute sehen, das sind unsere heutige Schlafsäle. Sehr primitiv. Hier wird bestätigt, 7. Januar 1947, dass er nach dem Tode von Bäckermeister, heißt er auf einmal, nicht Fabrikbesitzer, Bäckermeister, Max Emmerling, die ist durch Tod aus der Gesellschaft ausgeschieden. Und jetzt ist Kaufmann Walter Emmerling der einzige Inhaber. Und hier ein anderes Dokument aus 1953, auch aus Merseburg, wo der Rat des Landkreises Zeitz beschlossen hat, dass für den oben bezeichneten Betrieb würde heute die treuhänderische Verwaltung angeordnet. Zum Treuhänder würde der Bäckereileiter, also ein Kollege, Johannes Tachura, ernannt. Mit der Anordnung der treuhänderischen Verwaltung verliert den Betriebsinhaber, sein Name wird nicht genannt, das war natürlich der Walter, die Befugnis, den Betrieb und das dazu gehörende Vermögen zu verwalten und darüber zu verfügen. Also, enteignet. Das war Ende der Walter, des Walters als Fabrikbesitzer. Und dann die Firma wurde dann verwandelt in eine VEB, eine volkseigenes Betrieb. Für den Nederlanders ein volkseigenes Bedrijf, das ist ein Staatsbedrijf. Teigwarenfabrik Zeitz, zwar noch auf dem alten Briefpapier, aber trotzdem. Es waren schwierige Zeiten. Die Belegschaft der Fabrik hat einen Streik gemacht, die wollten ihre Akkordlöhne, ungefähr dreifach so viel, als was die normal gewohnt waren. Und dann, das war 7. Januar, dieser Fabrik unter treuhänderische Verwaltung. Und dann März 1953, Prozess gegen Walter Emmerling. Er soll, schreibt die Zeitung Die Freiheit, hoffend auf besseren Zeiten, eine komplette Linie zur Fabrikation von Biskuit bewahrt haben und nicht abgegeben vor Schrottmetall und auch dazu eine ungeheure Menge an Packungsmaterial, an Werbungsmaterial etc. etc. Und das war natürlich total Sabotage, Wirtschaftssabotage. Also wurde er verurteilt zu 6 Jahren Zuchthaus in Coswig und Luckau, habe ich gehört. War das Bautzen? Später war es Bautzen. Danke. Und die Firma ging dann weiter als die VEB Teigwarenfabrik. Die wurde dann später zugegliedert an die Firma, auch eine volkseigene Firma, volkseigener Betrieb, die OGIS. Und das wieder so eine schöne deutsche Abkürzung, das ist die Firma, das geht über Obst, Gemüse und industrielle Speisekartoffeln. Ein paar Industrien hier in Zeitz wurden zusammengefügt zu einem volkseigenen Betrieb. Und hier hat man nicht nur in der Fabrik Gebäckwaren und Teigwaren produziert, aber auch Konfitüren und Früchten in Dosen. Und dann kam die Wende.
Das war natürlich wieder ein anderes Ding. Die OGIS, die VEB, die würde unter Treuhand gestellt, würde liquidiert. Und was sollte dann geschehen mit dem Gebäude und mit den Arbeitern, die hier gearbeitet haben und mit der Produktion, die es hier gegeben hat? Erstmal wurde das Gelände katastral zerteilt in zwei Teilen. Die A und die B. Also eine für den einen jetzigen Besitzer, die andere für den anderen. Und dann hat auch noch der Familie von Walter, sein Sohn Günther, hat noch versucht, 1989, gleich nach der Wende bis 1991, habe ich gehört, versucht vergebens die Fabrik zurückzubekommen, weil er will da wieder die Familientradition schaden. Das hat gescheitert. Ich weiß, ich habe da auch ein paar Dokumente davon gefunden, habe ich noch nicht ganz studieren können, aber das hat gescheitert. Und dann kamen andere Firmen hier in diesem Betrieb drin, die Firma Ehrengold, die auch Nudeln und Macaroni produziert hat, ein Möbelhaus, also diesen Teppich, das ist alles aus Möbelhausperiode, die schwarze Treppe ist auch Möbelhausperiode. Und Sie finden hier, also Sie sitzen noch auf einem Möbelhaus-Restant und hier im Rest von dem Gebäude gibt es auch noch einen Restant. Hier haben wir was Ehrengold, falsche Packungen, noch nie benutzte Packungen. Und die haben dann, das fand ich ganz komisch, da sieht man auf einmal die Mühle wieder, also die Emmerlingsche Mühle. Hier haben wir die PMP-Treppe. Und danach, als letztes, kam die Firma Bagel Bakery GmbH drin und die haben hier Bagels gemacht. Danke, Mitteilung Gewerbe abseits. Erweiterungsmöglichkeiten am Standort scheiterten, deshalb ist die Bagel Bakery nach Drosdorf umgesiedelt, wo sie jetzt noch residiert. Und dann ab 2003 stand das Gebäude offiziell leer. Offiziell leer. Offiziell leer. Offiziell leer. Offiziell leer. Und offiziell leer. Das ist ein Detail von dem vorigen. Und da findet man ein Datum, 24.09.2015. Und das war dann ungefähr der Zeit, dass der Herr Mahnke und seine Ehefrau Birgit wahrscheinlich gedacht, auf den Gedanke kamen, hey, Zeit. Die haben das dann gekauft und die haben dann die Künstlergruppe IPH 7 eingeladen, um hier 5 Wochen zu residieren. Die haben das Haus mit einfachster Mittel, möchte ich sagen, ein bisschen wohnbar gemacht, eine Küche drin gebaut mit Luxus, Luxus, kaltem und warmen, fließendem Wasser und Abrohr und auch eine Art Badzimmer mit einer Dusche, ein Waschbecken und 2 Klos für Stereokacken. Und das alles hat natürlich der Begeisterung von Journalisten gezogen. Aus Schutt wird Kunst, war in der Zeitzer Zeitung und vor ein paar Tagen war in einem großen holländischen, niederländischen Zeitung, der Volkskrant, das Artikel Zeitgeist. Hoffentlich können Sie das als Deutschen apprezieren, diesen Wortwitz. Und Künstler, und das haben Sie gesehen, das werden Sie auch sehen, die sind bereit, um ein Gebäude, das leer ist, wo, als wir hier ankamen, war bis so hoch den Dreck überall, eingeworfene Scheiben, viel, viel, viel. Es war überhaupt kalt. Glücklicherweise war es draußen warm. Und Künstler, die sind natürlich die Zielgruppe von Herr und Frau Mahnke, die das Gebäude in diesem Vorjahr gekauft haben. Das sind die neuen Eigentümer. Und was wollen die damit? Was sollen die damit? Die Zeitzer wundern sich, mein Gott.
Was soll mit dem Gebäude? Reißen wir es einfach ab. Das wäre besser. Wir sind all diese Ruinen satt. Und da kommt so ein Matthias Mahnke und Birgit Mahnke und die haben Pläne für die Zukunft. Könntest du bitte nach vorne kommen? Denn natürlich, er weiß viel besser als ich, was mit diesem Gebäude geschehen muss in 10 Jahren. Wie sieht es in 2027 aus? Ein Parkplatz vielleicht? Ein Parkplatz? Also es gab ja in Auftrag gegeben von der Stadt Zeitz ein Gutachten von einer Weißenfelder Architektenbüro. Und dort wird empfohlen, da Zeitz ja innerstädtische Gewerbefläche braucht und der untere Bereich in Richtung Elster hochwassergefährdet ist, war die Empfehlung, die Nudelfabrik doch bitte abzureißen. Und dem folgen wir jetzt einfach. Und dann kamt ihr beiden und ihr sagt nein. Na doch, ich sage, na, jetzt wollen wir es abreißen, weil die Stadt ist das Vorbild, da unten die Puppenwagenfabrik. Soll ja auch nicht stehen bleiben. Das hat ja seinen Zweck. Das ist ja gut untersucht mit vielen Gutachten. Und jetzt haben wir gedacht... Aber was soll es Ihrer Meinung nach 2027? Warum diese Künstler hier drin? Das ist doch nichts für Zeitz. Künstler, das ist was für Leipzig oder Berlin oder Rotterdam. Wir wollen auch den Parkplatz machen. Ah, Für die Zeitzer Guss. Das war ja der Plan unseres Vorgängers und passt ja auch in die Planung der Stadt. Aha. Mir jetzt gedacht, oder? Also, ich denke. Okay, das war leicht provokativ, aber es scheint die Stimmung in die Richtung hier auch zu geben in der Stadt. Ja. Ich habe mich die letzten 3 Monate mit meiner Frau verkracht, weil ich mich mehr um die Puppenwagenfabrik als um die Nudelfabrik gekümmert habe, weil es mich einfach ärgert. Ja. Es wäre für uns hier natürlich ein gutes Zeichen gewesen. Aber wir sind jetzt nicht in der Puppenwagenfabrik, wir sind hier. Gut, ich hatte dich gewarnt, wenn ich nach vorne gehe, dann fange ich erstmal an, ein bisschen zu streiten. Ja. Ich schlage den Bogen gleich, ja? Ich schlage den Bogen zu den Fabrikanten und Fabrikbesitzern. Ja? Also wir sind Fabrikbesitzer, Eigentümer, ja. Ja? Auch schon mehrfach, ja? Aber leider keine Fabrikanten mehr. Aha. So, die anderen Fabrikbesitzer, die es hier gibt, und da verstehen wir natürlich auch unseren Vorgänger, der wollte tatsächlich hier, hatte große Pläne, hatte auch schon angefangen auszubeinen. Ja, den hattest du nicht erwähnt in deinem Vortrag. Ja. Ich habe vieles nicht erwähnt. Ja, okay. Er war nur einer in der Reihe der Fabrikbesitzer oder Eigentümer, sagen wir Eigentümer, und hatte gedacht, er braucht, macht der Zeitzer Guss ein tolles Angebot, um hier Parkplätze hinzukriegen. Ja, so. Aha. Dieses Konzept haben wir dann nicht weiterverfolgt. Wir verfolgen auch nicht das Konzept der Stadt Zeitz, ja, und auch nicht das Konzept von anderen Fabrikeigentümern, die kaufen und nichts machen. So. Gut, vergleichbar mit Leipzig. Wir haben dort bereits 2 Gebäude vor 3-4 Jahren erworben. Da hieß es dann auch, naja, wieso geht das so weit raus in Leipzig? Ja, da haben wir gesagt, das ist gar nicht so weit raus innerhalb von Leipzig, das war in Leutsch im Industriegebiet. Haben die Fabriken gekauft, dann hat es eine Weile gedauert, dann kam der erste Mutige, war Hausmeister und hat gesagt, naja, ich habe Platz. Und so kam sie Stück für Stück. Und jetzt sind die 2 Gebäude mehr oder weniger voll. Das eine ist noch nicht ganz fertig, aber vermietet ist schon alles. Wir sind drin. Hauptsächlich bildende Künstler, viele Maler, auch einige, die aus der Spinnerei rübergekommen sind. Und wer, sag ich mal, die Leipziger Malerei kennt und gestern sehr aufmerksam hier durch die Flure gewandelt ist, der weiß, dass Neo Rauch vielleicht nicht da war. Aber die Namen, die dann gleich danach genannt werden, von denen waren einige da. Und die haben sich das auch mit Begeisterung hier angeguckt. Warum? Weil es eben in Leipzig, auch bei uns, nicht mehr die Möglichkeiten gibt. Und es gibt einen Zug, den haben wir auch gestern benutzt, 29 Minuten. Da fährt man vom Bahnhof Zeitz, Plagwitz nach Bahnhof Zeitz. Das Bahnhof Plagwitz war damals das Zeitzer Bahnhof. Hast du das gewusst? Nein, wusste ich nicht. Ja, was war das Zeitzer Bahnhof? In Leipzig, in Plagwitz. Von Leipzig nach Zeitz. Genau, und wer dort am Bahnsteig steht, der weiß, wo man hinguckt, auf die Baumwollspinnerei. Und das ist nicht unser. Unser Standort in Leipzig ist
nur der zweitgrößte für bildende Künstler, aber das ist der größte. Und die laufen wirklich in 5 Minuten an den Bahnhof und können hier runterfahren. Und da gibt es ganz primitive Anforderungen, die die Baumwollspinnerei nicht mehr erfüllen kann. Das sind zum Beispiel Großformate malen in gewissen Dimensionen im Erdgeschoss. Die müssen dann irgendwie rausgemacht werden. Solche Themen haben wir gestern besprochen. Wir haben etliche Künstler, auch schon in Leipzig bei uns im Objekt, die ganz gespannt sind, hier nach Zeitz zu kommen ja, und hier zu bleiben, weil es einfach Möglichkeiten gibt, die es in Leipzig gibt. Und was kann die Stadt Zeitz dafür? Was ist für eine Bedeutung für Zeitz? Also ich denke, es kommt jetzt darauf an, wen man haben möchte. Ja? Für die einen sind die Künstler schon toll, ja? Die haben Interesse an der Kunst, an den Künstlern. Aha. Für die anderen mag es vielleicht interessant sein, was dem nachfolgt. Es gibt einen typischen Prozess der Gentrifizierung, ja? Der natürlich später einmal, wenn alle günstige Mieten gewohnt sind und der Wert steigt und die Nachfrage steigt und die Stimmung steigt, dann steigen natürlich auch die Wertschätzung und dadurch auch die Preise, und die Gentrifizierung ist dann natürlich mit einem negativen Touch belegt, ja, wenn sich die Leute nicht rechtzeitig ihr Scheibchen gekrallt haben. Aber es werden den Künstlern, das sind oft die Speerspitze einer Entwicklung, und sei es Berlin, wir wollen nicht, dass, vielleicht nicht, dass wir Berlin sind, aber sei es wie Leipzig und viele andere Städte, dort beginnt die Entwicklung oder die Re-Entwicklung einer Stadt immer mit den Künstlern. Ja, ja. Und wir finden aber Künstler an sich schon gut, deshalb haben wir kein Zwischennutzungskonzept hier vor, wie wir auch in Leipzig kein Zwischennutzungskonzept haben. Das wird sehr oft gemacht in Industriegebäuden. Man hat kein Geld, viel Platz, sagt hier, Künstler, geh rein. Die ersten sind die Bildhauer, die bewegen sich viel, die brauchen nicht mal Heizung, ja, zahlen 1 Euro auf den Quadratmeter. Na, kommen die Maler, die arbeiten im Winter dann auch mal mit Schneeanzug, die nicht so viel Geld haben. Die anderen sagen, na, ich hätte gern ein bisschen Heizung, und so wird es immer ein bisschen besser. Und da kommen die Loftbesitzer. Am Ende. Dann kommen die Designer, Architekten, die zahlen dann 5, 6, 7, 8 Euro und zum Schluss Eigentumswohnung und dann 3.000 Euro in den Quadratmeter. So, das ist die Kette. Ja. Also hier in 2027 keine Loftbesitzer, keine 25 Quadratmark per Quadratmeter. In der Nudelfabrik nicht. Nicht. Aber an anderen Orten durchaus. Aber du hast noch viele andere Pläne mit Zeitz. Nicht für uns, das könnte ein anderes großes Geschäft. Wir nehmen Kontakt mit den Künstlern. Ja. Also ich denke, dass wir hier aufgrund der schieren Größe des Gebäudes unterschiedliche Konzepte fahren werden. Ja, wir haben auch eine Zweiteilung, diese Zweiteilung Neue Werkstraße, Paul-Rolland-Straße, die bleibt beibehalten. Der eine Teil hier rüber, der gehört Manfred und mir privat. Also Paul-Rolland-Straße, der größere Teil, das kleinere Drittel gehört nur meiner Frau oder beziehungsweise ihrer GmbH. Und diese GmbH, da behalten wir uns eben die Optionen offen, über so ein Vehikel, sage ich mal, das Objekt in kleinere Teile zu schneiden und dort mehrere Fabrikbesitzer zu installieren, die natürlich in das Gesamtkonzept hinein. Also Ihrer Meinung nach hat das Gebäude wirklich eine Zukunft? Das hat ja schon begonnen. Ja, ja. Mit gestern ich auch. Ich denke immer ein bisschen drüber hinaus. Ja, und ich denke, dass wir haben schon so viel Auszeit, Zuspruch, Leute, Interessenten, konkrete Anfragen, Leipzig, aber auch von aus anderen Orten bekommen, dass wir uns jetzt schon. Wir haben uns nie Sorgen gemacht. Ja, ja. Wir wissen ja, dass es funktioniert. Ja, aber wir machen uns auch. Ich mache mir eher Sorgen, dass es zu schnell geht. Ja. Wir dann sehr viel reinstecken müssen. Ja. Na, hoffentlich geht es schön, langsam, aber gut. Vielen Dank. Also das, meine Damen und Herren, war in 3/4 Stunden. Also Beschränkung von Goethe ist nie mein größtes Ding gewesen. Ich bin sehr froh, dass Sie alle so durchgehalten haben. Hoffentlich fanden Sie es interessant. Wenn Sie noch mehr sehen möchten, dann gibt es unten im Erdgeschoss noch einen kleinen Ausstellungsraum, wo ich ein PowerPoint habe laufen lassen von 150 Slides mit noch viel mehr Informationen. Ich möchte Ihnen sehr viel danken, und wenn Sie noch mehr Informationen haben, kommen Sie bitte zu mir oder schreiben Sie mir ein E-Mail, denn ich
I will come back, to put it in real German. Ich komme zurück hier nach Zeitz, um die Geschichte hier fertig zu machen. Danke Ihnen wohl.